Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sims 400 Baby Challenge. Und der Tobias ist das? Ja, der Tobias. Der ist gerade gelangweilt. Wegen schlechten Witz. Das ist nicht schön. Und er duscht tatsächlich. Wahnsinn. Geh aufs Klo. Energie geladen werden, Höhenlevel, Sozialfähigkeit. Oh ja, so dringend scheint es wohl gerade noch nicht zu sein. Dann gehst du halt erstmal. Du musst aber auch gleich schlafen gehen schon. Du musst morgen schon um 9 Uhr los. Dann schicke ich dich mal sofort dann auch direkt ins Bett. So, du stinkst jetzt nicht mehr. Kannst du jetzt hier auch schlafen gehen? Marlene, was soll man mit dir machen? Du gehst auch mal schlafen. Zack. Laruna, ach, die ist noch am Schachspielen. Das Zeug packen wir mal hier rein. Du musst auch gleich aufs Klo. Geh mal hier hin. Und dann kannst du in das noch freie Bett gehen. Du gehst da schlafen. Und dann gehst du hier schlafen. Doch, hör mal hier auf. Schach hast du genug gespielt. Und dann. Ja, geh schlafen. Zack, gute Nacht. Sind sie alle schön am Schlafen? Du bist im wievielten Trimester? Im zweiten. Das dritte lässt noch auf sich warten. Ich denke dann mal, dass das Baby dann in der nächsten Folge kommen wird. Oh. Andreas wacht auf. Andreas muss dringend aufs Klo. Ziemlich dringend. Und dann muss er was essen. Ja, er schon ziemlich Hunger hat. Dann öffnen. Ist ein Salat. Hier, nimm dir einen Salat. Bist du noch müde? Ja, danach kannst du halt wieder schlafen gehen. Und ich hatte überlegt, ob wenn ich vielleicht hier so in dieser Ecke so von dieser Ecke hier so um das Badezimmer herum nicht irgendwie so eine Art Spielzimmer machen für die Kinder. Dass wir dann halt so solche Sachen wie den Zeichentisch dann halt hier so reinpacken und die Geige und so alles. Dass wir dann dafür extra Platz haben. Und du musst aufs Klo. Ja. Was habe ich mir schon gedacht? Was musst du danach machen? Essen und duschen. Ja, geh jetzt mal pinkeln. Ehe du dir ins Höschen machst. Hier Salat. Ich warte noch, bis sie fertig ist, sonst wird sie das gleich abbrechen. Na, komm. 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 Ja, danke, geht doch. Abspülen brauchst du nicht. Spülen jetzt was für Weicheier. Hust. Okay, nach dem Essen kannst du auch direkt duschen gehen. Sie ist inspiriert. Ah, wegen Merkmal kreativ. Ich dachte schon, wo kommt das denn jetzt her? Und dann kannst du direkt auch wieder malen. Scheiße, das Ding ist kaputt. Ersetzen. Keine Lust darauf, das zu reparieren. Ja, die Haushaltshilfe war irgendwie schon öfters nicht mehr da. Ich krieg immer, wenn ich gerade den Speicherstand geladen habe, kriege ich immer eine Meldung, ja, die Haushaltshilfe hat während deiner Abwesenheit hier mal für Ordnung gesorgt. Das hat so viel gekostet. Aber ich sehe sie nie. Wieso hast du. Ist der etwas schlecht? Ja. Verdammt.
Na egal. Ich lasse es jetzt erstmal so. Wo gehst du denn hin? Gehst du aufs Klo? Nö, du gehst essen. Okay. Und du musst zur Arbeit. In 2 Stunden ungefähr. Geh mal hier Kuchen essen. Zum Frühstück. Bestes Frühstück aller Zeiten. Danach willst du ein bisschen Spaß. Das heißt, du kannst ein bisschen Fernsehen gucken. Und zwar einen Comedy-Kanal. Beziehungsweise, sie kann beides gleichzeitig machen, weil sie multitaskingfähig ist. Was ist mit dir denn los? Du hast auch Hunger. Wir haben alle Hunger gerade. Geh mal aufräumen. Vorher etwas lesen. Über Schultag reden. Und mit Marlene plaudern. Ja, ist ja gut. Ist doch nicht so schlimm. Bisschen dreckig. Martina hat Meisterwerk fertiggestellt. Elisabeth muss in circa 1 Stunde zur Arbeit. Dann geh mal das hier verkaufen. Und das hier verkaufen. Wie viel ist das denn wert? 2000! Ja. Ein bisschen was wert. Yep. Verkaufen. Jetzt müssen sie. Ja, hat funktioniert. Wenn sie jetzt den ganzen Tag über hart schuftet. Ja, wird sie dann eventuell schon direkt hier befördert. Das war das Wort, das ich gesucht habe. Oh, Florian räumt auf. Von ganz alleine. Und das Essen hat ihm nicht besonders geschmeckt. Passiert. Kommt vor. Ein bisschen Schach spielen, ja. Ist gut. Du kannst eigentlich machen, was du willst. Ist mir egal. Ihr hat das Essen auch nicht so besonders geschmeckt. Wie sieht's mit deinen Fähigkeiten aus? Kreativität muss noch. Dann üb ihr mal mit der Geige. Und du musst... Warte. Nee, das war jemand anderes. Und du musst... Ach, du levelst schon Sozialfähigkeiten. Ist gut. Wie sieht's bei dir aus? Ja, so ziemlich alles. Könnte noch. Ist noch steigerungswürdig. Geh mal Schach spielen. Hör mal hier auf damit. Unbehaglicher Kommentar. Warum? Oh, warum hat nur Elisabeth das gesagt? Das weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht mal, was sie genau gesagt hat. Na egal, wird schon nicht so schlimm sein. Sie wird darüber hinwegkommen. Level 4 der Kreativfähigkeit. Okay, das heißt, du kannst jetzt aufhören, was auch immer du... Ja, kannst du eigentlich machen, was du willst. Ist mir jetzt egal. Du hast alles hochgelevelt. Brauchst aber mindestens noch eine gewisse Zeit. Wann wirst du denn zum Teenager? Warte, ich erinnere mich jetzt daran, dass ich glaube vorletztes Mal gesagt habe, ja, wir brauchen jetzt die Fähigkeiten von ihnen nicht hochzuleveln. Die werden jetzt eh vorher von selber Teenager. Hey, was ist mit dir denn los? Ich dachte, du wolltest essen. Hier, ist das. Denied. Putz das Ding hier mal. Kannst du nicht? Na, dann halt nicht. 777, okay. Okay. Ich könnte ja hier schon mal den Raum schon mal hinpacken. Es wird nämlich ein größeres Zimmer. L-förmiger Raum. Ah ne, wir machen das erstmal so. Zack. Und dann machen wir es hier so. Zack.
Genau so habe ich mir das vorgestellt. So, dann brauche ich noch schöne Tapete oder so. Erstmal muss das Fenster hier weg. Und dann klonen wir das Fenster mal. Einmal. Zweimal. Dann klonen wir das hier. Einmal. Das hier. Zweimal. Zweimal habe ich gesagt. Da muss auch noch was hin. Oder? So. Dann schauen wir uns mal um. Was gibt's denn hier so Schönes? An Tapeten. Tapete. Prähistorische Kühlschrankkasten. Nein. Blumenkind. Kinderwandschmuck Flügelchen. Gras am Mars. Das könnte man eventuell hinpacken. Aber das, ich hab. Es ist mehr sowas für Kleinkinder, würde ich jetzt sagen. Schwierig, schwierig. Streifenpracht. Haben wir eigentlich schon zu viel Blau in dem Haus. Pink. Nehmen wir mal das hier. Das ist so. Ja, relativ unisex-mäßig. Bodenmuster. Teppich, 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 Teppich. Teppich. Oh. Flauschiger Plüschteppich. Haben wir den nicht irgendwie in grün oder so? Grün Teppich. Fliese, Linoleum. Linoleum. Nee, das ist alles so. Nee. Nachtzimmer. Teppich. Ist irgendwie kein Unterschied. Nehmen wir den hier halt. Ist auch egal. Ist jetzt ja auch egal. Und dann brauchen wir Licht. Licht, 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 Licht. Na, Funktion. Beleuchtung. Kann aber auch einfach die Lampen hier kopieren. Zack. Hier einmal rein. Hier einmal rein. Und hier einmal rein. So. Zack, zack. Was gibt's denn so Schönes an Spielzeug? Kinderzimmer. Okay, wir können das erstmal hier theoretisch verschieben. Machen wir es mal hier so. Und packen wir da eine Tür hin. So. Ups. Das Dach muss. Nee, sieht eh keiner. Ich mach das Dach nicht jetzt zurecht. Interessiert sowieso keine Sau. Oh, da ist noch ein Fenster. Ups. Ach. Machen wir das da so hin. Warte. Hier. Packen wir das Fenster hier hin. Anscheinend ist das Bett noch im Weg. Machen wir die Geige doch mal irgendwie, packen wir die hier so hin, die Geigen. Zack. Dann machen wir das Bett hier so hin. Und das hier. Und jetzt müssten das gehen. Jetzt müssen wir dann Dings hinpacken können. Ja, da kommt's hin. Sehr schön. Das und das. Die drehen wir doch noch einmal. Beziehungsweise zweimal. Jetzt gucken wir mal. Kinderzimmer, Spielzeug. Pandora. Realistisches Schloss für Puppenprinzessin. Aini, piepte Roboter. Puppenhaus, modernes Leben. Meinst du, Roccos modernes Leben? Ha!
Genaktivitäten. Genau, Nachwuchszauberer-Set hier nehmen. Zack. Packen wir es mal dahin. Muss dann irgendwie ein Stuhl oder so ran? Ich weiß es nicht. Trainiert da auf jeden Fall die Mentalfähigkeit. Also theoretisch bräuchte man das eigentlich nicht, aber ja, vielleicht hat da jemand mehr Bock darauf, oder vielleicht wollen drei Kinder auf einmal ihre Mentalfähigkeiten trainieren. Kann da einmal hier an den Tisch machen. Spielzeug. Nehmen wir mal hier die Spielzeugkiste. Zack. Nehmen wir mal dieses. Oh, das ist ja riesig. Alter Finne. Warte, am besten wir packen das irgendwie. Nein. So. Ich glaube, so wäre es ein bisschen realistisch. Nice. Aber auch so. So. Ne, machen wir das so. Kann man da auch was dran trainieren? Kreativfähigkeit kann man dran trainieren. Sozialfähigkeit. Mit Aini kann man also auch diese Fähigkeit trainieren. Packen wir den mal dahin. Oder wir drehen den Tisch hier mal so. Und drehen wir den hier so. Ne? So. Ja, sonst noch was? Kreativfähigkeit, Kreativfähigkeit. Tonklumpen. Okay. Packen wir mal hier hin einfach mal. So. Nee, das wollte ich nicht. Das reicht. Kinderzimmer ist fertig. Spielzimmer. Für Kinder, wie man es jetzt auch nennen möchte. Ich finde, das Haus nimmt langsam Gestalt an. Ist jetzt vielleicht nicht so wirklich dekoriert, wenn man sich hier die Wände oder so anguckt, aber es ist etwas. Was machst du denn jetzt? Bist du... Ach, du willst dich vor allem verstecken. Okay. Und da backt wieder die Dusche rum. Was ist los? Sehr selbstsicher. Okay. Kannst du ja dann gleich dein Bild verkaufen. Beziehungsweise mal einfach direkt ein neues. Ein klassisches Gemälde. Das ist ja deine Spezialität. Ein umarmen. No. Reden. Geschichte erzählen. Alter, was ist mit dir denn los? Level 2 Sozialfähigkeit. Funktioniert tatsächlich. Wahnsinn. Mit Marlene plaudern will der. Schön, schön. Wie sieht es bei dir aus, Tobias? Ja, Sozialfähigkeit ist fast maximal, also. Ist in Ordnung. Ah. Aufräumen? Nö, aufräumen brauchst du nicht. Spiel mal hier ein bisschen Geige. Ich habe hier eine billige und ich habe hier eine teure Geige. Ich könnte jetzt natürlich die billige einfach verkaufen. Bloß weg hier. Du hast einen riesigen Freund, weil übergroßes Stofftier umarmt hat. Manchmal braucht es nur eine Umarmung mit einem Stofftier, damit der Tag ein wenig positiver aussieht. Oh. Marlene, was ist mit dir denn? Ach, dein Essen war immer noch kacke. Okay.
Wie sieht denn mit deinen Lebenswünschen aus? 5 Schachspiele spielen, 3 Stunden von einem Erwachsenen vorlesen lassen. Ja. Angespannt. Weil schlecht Musik gespielt wird. Kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Und das Essen war immer noch kacke. Level 4 Mentalfähigkeit. Wahnsinn. Von Ideen erzählen. Dann erzähl mal deine Mutter von deinen Ideen. Gelernte Ideen mitteilen. Mach. Was willst du noch? Über Schultag reden. Hast doch schon gemacht. Über Schule reden. Hier. Und was auch schon seit Tagen nicht mehr in der Schule. Yay! Ja, ich finde deine Idee voll gut, ey. Pinguna. Wie sieht's bei dir aus? Ach ja, du bist auch genau dasselbe. Naja, du bist jetzt fast im dritten Trimester. Wir werden uns das nächste Mal beeilen, dass da dann hoffentlich auch das Baby dann auch in der nächsten Folge auftaucht. Direkt zum Ende meiner Aufnahme-Session. Naja, bis dahin und ciao!